Moin Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute ist wieder Mittwoch, das bedeutet, wir haben heute wieder ein paar neue Schuhe zu besprechen. Es stehen zwar diese Woche nicht allzu viele Releases an, ich habe aber auf jeden Fall hier einen echten Banger diese Woche für euch dabei und wir haben auf jeden Fall ein paar interessante Leaks und News, weswegen ihr euch hier unbedingt das ganze Video bis zum Ende ansehen solltet. Bevor ich jetzt aber hier mit den bereits vergangenen und auch anstehenden Releases beginne, möchte ich hier allerdings noch ein kurzes Recap machen, nämlich zu dem Air Jordan 4 Black Canvas. Zum jetzigen Zeitpunkt sind hier schon sehr viele Paare in eBay Kleinanzeigen gelistet über alle Sizes, was jetzt hier aber im Umkehrschluss auch nicht zwingend ein schlechtes Zeichen sein muss, denn hier haben all diejenigen unter euch, die bis jetzt kein Glück hatten, nochmal die Chance, im Resale sich die Schuhe für einen akzeptablen Preis zu kaufen. Wo wir jetzt gerade zu dem Preis kommen, möchte ich hier aber auch noch kurz eine andere Info einbringen, denn ich habe jetzt ein paar Infos zu den Stocknumbers gefunden, denn hier ist eine Zahl geleakt worden im Bereich von 200.000 Paaren über alle Sizes und worldwide. Klar, ein Großteil ist jetzt hier noch nicht gedroppt, da der Schuh in den USA erst am 22. Oktober droppen wird, aber es gibt schon mal einen groben Richtwert ab, wie denn der Schuh hier allgemein vermutlich ankommen wird. Und da kommen wir dann auch zum nächsten Punkt direkt. Ich habe jetzt hier mitbekommen, dass die Nachfrage doch deutlich höher war als ursprünglich angenommen, was hier aber auch in meinen Augen einfach daran liegt, dass es ein verdammt cleaner und gut aussehender Schuh ist, vor allem auch in-hand. Plus wir haben hier die Parallele zum einen zu dem Air Jordan 4 Carhartt Eminem und zum anderen zu dem Air Jordan 4 Bred, denn nimmt man hier einfach die roten Akzente weg, hat man hier abgesehen von dem Obermaterial den Black Canvas. Das Ganze heißt aber eben auch hier, wenn man jetzt den Schuh noch nicht gekauft hat, sollte man doch darüber nachdenken, in nächster Zeit sich diesen Schuh zuzulegen. Dann nimmt man jetzt hier mal die ganze Nachfrage, die derzeit auf dem Markt herrscht, mit in das ganze Bild mit rein. So lässt sich dann doch erahnen, dass wir vermutlich einen kleinen Aufwärtstrend sehen werden und dementsprechend ist es hier natürlich auch schade, wenn man dann nochmal ein bisschen was oben drauf legen muss, wenn man zu lange zögert, wenn man sich den Schuh auch jetzt für ein bisschen günstiger kaufen könnte. Damit würde ich aber auch sagen, machen wir direkt weiter und wir kommen jetzt zu den bereits erschienenen Releases. Und das waren hier drei Air Jordan 1 Modelle, nämlich der Air Jordan 1 mit Vintage Grey, der Air Jordan 1 mit Olive Toe und der Air Jordan 1 Low Olive. Ich werde jetzt hier nach und nach die Schuhe durchgehen. All diejenigen unter euch, die mir schon auf Instagram folgen, auch hier habe ich natürlich wieder am Vorabend die wichtigen Infos geleakt. Denn ich möchte hier nicht, dass Leute Fehlkäufe machen, beziehungsweise dass all diejenigen, die sich hier diese Schuhe für Personal gerne holen möchten, schon mal im Vorhinein wissen, was auf sie zukommt. Anfangen tun wir jetzt mal mit dem Air Jordan 1 mit Vintage Grey. Es ist hier ein Schuh, der in meinen Augen eine relativ große Ähnlichkeit zu dem Air Jordan 1 High 85 Neutral Grey hat, der letztes Jahr erschienen ist. Es ist ein sehr, sehr simpler Colorway, der aber auch eben genau aus diesem Grund hier vielleicht etwas interessanter sein könnte. Plus wir haben hier diese Yellowed Midsole, was hier einfach dazu führt, dass wir eben, wie der Name schon sagt, einen gewissen Vintage-Effekt haben. Und daher ist es auf jeden Fall hier in meinen Augen ein sehr, sehr schöner Schuh, der für viele Leute hier interessant sein könnte. Und dementsprechend kommen wir auch dann zum Resale. Ich bin jetzt nicht davon überzeugt, dass wir hier extrem hohe Resale-Preise erzielen werden. Ich glaube, dass es sich hier um den Retail drumherum bewegen wird. Aber meine wichtige Info hier an euch: Solltet ihr auch hier wieder jetzt kein Glück gehabt haben, ist das auf jeden Fall ein Schuh, den man auch hier sich zeitnah holen sollte, weil einfach aufgrund dieses verdammt clean Looks eine große Gefahr besteht, dass man hier nochmal 10 oder 20 Euro im Laufe der Zeit drauflegen muss. Und daher hoffe ich hier natürlich, dass ihr schon beim Drop erfolgreich wart und falls nicht, dann solltet ihr vielleicht nicht mehr allzu lange zögern. Damit kommen wir dann zu den beiden Olive Colorways und ich fange hier mit dem Mid an. Auch hier ist es ein relativ schöner Air Jordan 1. Wo ich aber jetzt hier so meine Zweifel habe, ist, dass das wirklich ein Olive-Farbton ist. Denn in meinen Augen ist sowohl der Air Jordan 1 Mid als auch die Low-Top-Version hier eher in die Richtung Mocha unterwegs als in Richtung Olive. Das ist aber auch eben hier vom Farbton her für mich ein Grund, ein bisschen drüber nachzudenken, was hier die Resale-Preise betrifft. Denn wir haben hier dann doch eine gewisse Ähnlichkeit zu dem sehr begehrten Air Jordan 1 High Mocha oder auch zu dem Air Jordan 1 High Travis Scott Mocha, die beide extrem begehrte und sehr, sehr teure Schuhe sind. Und daher bin ich auch hier davon überzeugt, dass doch eine relativ hohe Nachfrage da ist. Auch hier wird es jetzt für beide Colorways in meinen Augen nicht allzu viel im Resale zu holen geben, wenn nicht sogar gar nichts. Aber auf alle Fälle hier ein wirklich nicer und sehr, sehr schöner Schuh, der aber auch hier wieder Canvas-Material verarbeitet hat. Was ich hier auf jeden Fall sehr interessant finde, weil auch hier jetzt wieder mit einem anderen Material gearbeitet wird. Aber wir sehen auch hier auch gewisse Parallelen, denn das Canvas-Material macht gerade die Runde über alle Silhouetten und daher vielleicht hier ein neuer Trend, den Nike versucht umzusetzen,
Damit würde ich sagen, kommen wir aber auch zu den anstehenden Releases. Und anfangen tut das Ganze am Donnerstag, nämlich mit einem sehr, sehr krassen Release diese Woche. Denn wir sollen am Donnerstag in der Supreme-App hier die neue Kollaboration zwischen Nike und Supreme auf den Blazern sehen. Insgesamt sind es hier zwei Colorways, ein schwarzer und ein blauer. Und zu den blauen haben wir jetzt hier ein paar bessere Fotos erhalten und ich muss schon sagen, dass dieser Schuh verdammt clean aussieht. Auch aus der Perspektive der verarbeiteten Materialien muss ich hier sagen, dass mir der blaue Colorway hier auf jeden Fall ein Ticken besser gefällt, denn wir haben hier zwar auch das Quilted Upper wie schon bei den 2006 erschienenen Blazern sowie auf dem schwarzen, aber das Jeansblau kombiniert mit den gelben Nähten und auch dem gelben Swoosh macht den Schuh hier nochmal ein Ticken interessanter. Es ist einfach wirklich verdammt clean, es ist sehr subtil und nicht jeder wird auf der Straße erkennen, was man da am Fuß hat. Von der Qualität insgesamt her muss ich sagen, dass auch beide Schuhe hier sehr, sehr hochwertig aussehen, wie wir es aber auch schon aus vergangenen Supreme-Kollaborationen mit Nike kennen. Und hier sieht man auf dem Resale-Markt eben auch, dass diese Schuhe nicht nur großes Sammlerpotenzial haben, sondern dass allgemein die Nike-Supreme-Kollaborationen über die letzten Wochen und Monate immer relativ gut gelaufen sind. Und hier kommen wir dann aber auch leider schon zu dem negativen Punkt. Wir haben hier diesen wirklich verdammt gut aussehenden Blazer. Auch der schwarze sieht hier wirklich gut aus. Aber der Haken an der Angelegenheit ist hier leider die Supreme-App, denn hier ist das Ganze mit den Bots immer sehr, sehr unangenehm, da die Bots hier eigentlich immer sehr, sehr schnell die App leerräumen. Das bedeutet, die Schuhe sind meistens binnen weniger Sekunden sofort ausverkauft und als manueller Kopper hat man hier in der Regel nahezu gar keine Chance. Daher solltet ihr auf jeden Fall versuchen, in der Supreme-App eure Daten schon vorher abzuspeichern, dass ihr hier im Checkout nicht alles nochmal eingeben müsst. Und dann heißt es eigentlich nur noch mit der Kreditkarte oder mit PayPal auschecken. Und hier haben wir leider bei der PayPal-App das Problem, dass es im Weiterleitungsprozess immer wieder zu Problemen kommt, weswegen hier mein Rat an euch ist, wenn ihr eine Kreditkarte habt, schaut auf jeden Fall, dass ihr die nehmt, denn in dem Weiterleitungsprozess bei PayPal ist zum Beispiel bei mir, bei den SB Dunks, die letztes Jahr erschienen sind, mehrmals die App gecrashed, weswegen ich es hier leider nicht geschafft habe, mir eins zu sichern, obwohl ich schon im Checkout war. Aber auch Resale-technisch kann man hier aufgrund der hohen Nachfrage von den anderen Blazern und den Preisen, die hier aufgerufen werden, erahnen, was sich da wohl so ergeben wird. Ich denke mal, dass wir nach dem Release jetzt hier noch nicht so hoch sein werden wie bei den 2006er Blazern, aber ich denke, dass wir hier auch trotzdem schon, je nachdem wie hoch der Retail sein wird, einen guten Profit drin haben werden, beziehungsweise ein gutes Stück Geld, was wir oben drauf zahlen müssen, wenn wir uns den Schuh dann im Nachhinein holen möchten. Auf lange Sicht glaube ich aber, dass es hier definitiv aufwärts gehen wird, wie bei vielen sehr angesagten Nike Supreme Kollaborationen und deswegen sollte man auch hier nicht mehr allzu lange zögern. Damit kommen wir dann aber auch schon zum nächsten Release und hier soll am 9.9., wie ich schon in meinem September-Video angekündigt habe, ein neuer Dunk Low droppen, nämlich der Nike Dunk Low Medium Olive. Wir haben hier einen eher für den Herbst geeigneten Colorway, denn wir haben hier diese weiße Basis im ganz klassischen Nike Dunk Low Color Blocking kombiniert mit diesem Medium Olive. Ich finde, dass der Schuh hier sehr, sehr schön aussieht und auch wenn die Nike Dunk Lows hier in der letzten Zeit keinen so großen Hype mehr hatten, wie es noch vor einem guten Jahr der Fall war, gehe ich hier davon aus, dass wir aufgrund dieses sehr schlichten Color Blockings trotzdem wieder sehr viele Interessenten haben werden, was in meinen Augen hier aber auch eben dazu führt, dass der Schuh sich vermutlich wieder instant ausverkaufen wird. Und wir haben hier leider auch wieder den großen Nachteil, dass es ein Women's Size Run ist. Das heißt, es wird vermutlich wieder nur bis zu einer EU 44.5 gehen, was hier leider die Leute mit größeren Füßen etwas benachteiligt, aber eben auch bedeutet, dass die größeren Sizes noch schwerer zu bekommen sind. Im Resale wird hier zwar vermutlich schon ein gutes Stück an Geld drin sein, aber ich gehe hier nicht davon aus, dass es einen so starken Aufwärtstrend geben wird, wie es früher der Fall war. Weswegen hier mein Tipp an euch wäre, wenn ihr den Schuh für Reselling kauft, dann solltet ihr ihn auf jeden Fall flippen. Wenn ihr ihn für Personal haben möchtet, dann solltet ihr zur Sicherheit aber trotzdem wieder relativ zügig nach dem Release zuschlagen. Damit kommen wir aber auch dann schon zum gehyptesten Release und wir kommen zu dem Release am 10. am Samstag und hier soll der heiß begehrte Air Jordan 3 Fire Red droppen. Der Schuh ist unfassbar angesagt, wir haben hier einen sehr großen Hype inzwischen, auch wenn das Ganze eben nicht bedeutet, dass wir hier eine extrem hohe Resale-Bewertung haben werden, aber der Schuh hat eine sehr hohe Nachfrage. Und ich kann das Ganze auch sehr gut verstehen. Zum einen sind die Air Jordan 3 hier qualitativ immer sehr hochwertig. Zum anderen bin ich hier der Meinung, dass diese Silhouette einfach sehr underrated ist. Und vor allem diese simplen Color Blockings wie bei dem Fire Red oder auch bei dem noch anstehenden Dark Iris Colorway ist es hier einfach immer sehr schlicht, aber auch sehr nice zu kombinieren. Und hier ein Schuh, den man eigentlich zu jedem Outfit rocken kann. Vor allem unter den langjährigen Sneakerheads hier eine Silhouette, die sehr angesagt ist.
Und daher ist auch hier wieder mein Tipp für euch, wenn ihr den Schuh gerne für Personal haben möchtet, dann solltet ihr auf gar keinen Fall, schon gar nicht bei dem Fire-Red zögern. Macht unbedingt bei dem Drop mit, versucht euer Glück, meldet euch bei allen Raffles an, denn ich glaube, dass das hier ein Air Jordan 3 sein könnte, der deutlich schwerer zu bekommen ist als andere. Das war es aber auch dann leider schon wieder für diese Woche mit den Releases, aber ich habe natürlich noch ein paar wirklich interessante neue Leaks für euch. Und den Anfang mache ich hier mit der Drake-Nike-Kollaboration mit Nocta auf dem Air Force One. Und hier handelt es sich um den Air Force One Certified Loverboy. Dieser Schuh hat jetzt inzwischen hier sogar schon offizielle Bilder. Außerdem werden die Stimmen hier immer lauter, dass der Drop nicht mehr allzu weit entfernt sein wird. Und ich schätze das Ganze als relativ realistisch ein, dass der Drop vielleicht sogar noch im September kommen könnte. Zu dem Colorway an sich braucht man eigentlich, glaube ich, nicht so viel sagen. Es ist jetzt nichts Außergewöhnliches oder Besonderes. Wir haben hier einen schlichten weißen Air Force One. Was ich jetzt hier aber dazu sagen muss, ist, dass auf jeden Fall die Qualität von dem Leder übertrieben krass aussieht. Also ich glaube, dass das ein Air Force One wird, der 0,0 mit dem Standard Air Force One zu vergleichen ist, weil einfach auf den Nahaufnahmen dieses Leder so ultimativ hochwertig aussieht, dass ich mir vorstellen kann, dass es auf jeden Fall ein extrem nicer Air Force One wird. Zu den Details, wir haben hier auf dem linken Heel Tab das Nocta-Symbol und auf der Außenseite bei der Air Force Ones steht hier Love You Forever. An sich, wie gesagt, relativ simpler Colorway mit kleinen Details, was ich ja immer relativ cool finde. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass das hier ein 1.000-Euro-Schuh werden wird. Ich gehe aber stark davon aus, dass es extremst schwer sein wird, diesen Schuh zu bekommen, weil wir einfach diese klassische, unfassbar gehypte Silhouette des Air Force One hier haben. Und dann hat Drake hier noch indirekt seinen Namen draufgesetzt mit Nocta und einem einfach sehr gut zu kombinierenden Air Force One. Daher glaube ich, dass der Schuh hier auf jeden Fall relativ teuer werden könnte. Was jetzt genau an der Sache dran ist, wann wir den Drop sehen werden, darauf hoffe ich euch, in den nächsten Videos eine Antwort geben zu können. Und wir machen in dem Moment jetzt hier weiter. Und hier gibt es jetzt inzwischen auch schon weitere geleakte Fotos zu einem weiteren Colorway auf dem General Purpose Schuh. In diesem Fall ist es hier ein brauner Colorway. Ich muss jetzt hier sagen, von den beiden, die bis jetzt erschienen sind, ist der beige-graue definitiv mein Favorit. Auch da haben wir aber jetzt über die letzten Wochen hier einen gewaltigen Preisjump gesehen. Der Schuh ist um knapp 100 bis 150 Euro je nach Size gestiegen, was hier schon mal erahnen lässt, was hinter dem Namen Tom Sachs steht und wie groß der Hype da drumherum ist. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass der braune Colorway hier vermutlich nicht ganz so gefragt sein wird wie die anderen beiden Colorways. Der gelbe ist jetzt schon hier bei knapp 170 bis 200 Euro, teilweise die Size ist ein bisschen drüber oder ein bisschen drunter eingesiedelt und ich gehe davon aus, dass wir hier für den braunen davon ausgehen können, dass es da ähnlich landet. Hier auf jeden Fall ein weiterer wirklich interessanter neuer Colorway, der auf jeden Fall von der Farbe hier deutlich interessanter ist für den Herbst oder auch den Winter, da es einfach hier dankbarer ist, weil man den Dreck nicht so gut sieht. Aber ein weiteres Indiz dahingehend, dass wir noch vielleicht die anderen Colorways, wo es auch schon ein, zwei Fotos gab, in den nächsten Wochen und Monaten sehen werden. Und ich bin auf jeden Fall gespannt und hoffe natürlich, dass es auch noch weiter Restocks geben wird. Denn bis jetzt habe ich hier immer ein L kassiert und ich hoffe wirklich sehr stark, dass ich mir zumindest einen, wenn möglich, vielleicht nicht den braunen Colorway selber sichern kann. Damit kommen wir aber auch dann schon zu einer weiteren wirklich interessanten Info und das ist hier wieder eher eine Info für die wirklichen Sammler unter euch. Denn es gibt jetzt neue Infos zu einem weiteren Kobe 6 Pro Tro, der, wie ich sagen muss, doch ziemlich crazy aussieht, weil er einfach unfassbar bunt ist. Aber es ist hier ein weiterer Kobe 6 Pro Tro, der releasen soll und diesmal ist es der Prelude Colorway, der Richtung Weihnachten droppen soll. Allgemein haben ja die Pro Tros leider auch seit dem Tod von Kobe einen gewissen Hype erfahren, vor allem von den Resellern, aber auch die Oldschool Sneakerheads sind hier trotzdem eisern weiterhin Fans von dieser Silhouette geblieben. Und ich muss hier sagen, dass ich das Ganze auch gut verstehen kann. Die Schuhe sehen einfach unfassbar nice aus. Es ist eine sehr schöne Silhouette. Plus wir haben hier verschiedene Oberflächen, wie man auch schon auf den Fotos hier sehen kann. Und eben vor allem diese Snake-Skin-Optik gefällt mir sehr, sehr gut. Ich weiß jetzt nicht, ob ich bei diesem Colorway hier mein Glück versuchen werde, weil es einfach doch relativ crazy ist und ich doch versuche, alle meine Schuhe eigentlich zu tragen, die mir sehr gut gefallen. Und hier wird es auf jeden Fall interessant, denn das könnte zu wirklichen crazy Outfits führen. Hier eine weitere wirklich interessante Info. Ich drücke natürlich euch hier die Daumen, vor allem den Kobe-Sammlern unter euch, dass wir den Release auch worldwide sehen werden, nicht so wie den Mambacita. Und damit kommen wir aber auch dann leider schon zur letzten Info dieses Videos, die sehr, sehr gehypt ist, aber auf der anderen Seite in meinen Augen auch sehr fragwürdig ist.
Und hier handelt es sich um das Gerücht, dass wir einen Restock von dem Air Jordan 1 Low Reverse Mokka sehen werden. In den vergangenen Tagen ist hier auf der Travis Scott Website ein Foto von dem Travis Scott Air Jordan 1 Low Reverse Mokka gelistet worden, beziehungsweise der Schuh selber ist wieder gelistet worden. Und das hat hier viele Gerüchte in Umlauf gebracht, dass wir hier einen großen Restock sehen werden. Ich persönlich bin da jetzt eher zwiegespalten, warum. Ich sage, dass das hier das erste Mal der Fall wäre, dass ein so gehypter Schuh hier einen Restock bekommt, was das Ganze in meinen Augen schon mal auf erster Instanz relativ unglaubwürdig macht. Es wäre natürlich denkbar, da wir das Ganze schon bei den Air Max Ones und auch bei den Air Trainern gesehen haben, aber hier in erster Linie schon mal aus dem Aspekt relativ unrealistisch. Ich würde mich aber natürlich freuen, weil ich habe leider noch keinen bekommen. Auf der anderen Seite habe ich hier aber auch die Infos gelesen sowie gehört, dass sich das Ganze hier um einen Friends and Family Drop handelt. Das bedeutet, dass man hier mit einem Passwort auf die Website zugreifen kann, wenn man aus dem engeren Freundeskreis von Travis ist und somit hier die Schuhe dann über die Travis-Website kaufen kann. Warum er jetzt in dem Moment hier den Schuh dann über die Website verkauft und es nicht seinen Freunden und Bekannten persönlich übergibt, muss man jetzt in dem Moment nicht verstehen. Das erachte ich aber doch als deutlich realistischer, als dass wir hier einen Worldwide Restock sehen werden. Für den Fall, dass es aber einen geben wird, bin ich hier auch fest davon überzeugt, dass es vermutlich nahezu unmöglich sein wird, sich hier ein paar zu sichern. Denn wenn man solche Restocks bis jetzt selten, wie sie waren, hatte, dann waren das doch immer so geringe Stocknumbers, dass es hier wahrscheinlich eher so 50 bis 100 Paare waren. Und wenn man dann wieder ein bisschen zurückdenkt zu den anderen Travis Releases auf der Website, hatten wir hier Millionen von Entries. Und daher könnt ihr es euch dann mathematisch selber ausrechnen, dass es hier vermutlich leider ein L werden wird. Ich hoffe aber natürlich und bleibe hier optimistisch gestimmt, dass es einen Restock geben wird und man hier vielleicht nochmal eine halbwegs realistische Chance bekommen wird, dass man sich diesen Schuh holen kann. Das war es jetzt aber auch leider schon wieder für meine Seite für diese Woche. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es so ist, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns dann in einem meiner nächsten Videos wieder, Freunde. Bis dahin, haut rein!